Grüß euch, meine lieben Freunde im Aufwachraum. Vielleicht möchte ich jetzt einmal ganz kurz erklären nochmal, warum der Aufwachraum entstanden ist, beziehungsweise welche Gedanken mir gekommen sind. Zum einen habt ihr ja schon mitbekommen, dass ich diesen anderen, meinen großen Kanal GVA, Grundeinkommen Verteilungszentrum Austria, dass diese Themen nicht mehr so gut rein nur mal fürs Grundeinkommen passen, weil ich ja sehr viele Themen anspreche, die das ganze Innere, zum einen das innere Seelenleben betreffen, aber auch vieles, was sich in der Geopolitik abspielt und alles miteinander irgendwo verbunden ist. Das heißt, das Politische, das Geldsystem, der Mensch selbst mit seinem ethischen Verhalten, seine Wandlung in den letzten Jahren, warum das der Mensch so geworden ist, wie er heute ist. Das sind alles solche Themen, die natürlich, wenn ich jetzt nur das Grundeinkommen alleine anspreche, das wäre mir eben zu wenig gewesen, weil Grundeinkommen und ein Bewusstseinswandel beides miteinander übereinstimmen muss. Und das hat man wieder jetzt bestens gemerkt in meinem Grundeinkommen-Kanal, hat mich da irgendeine da ziemlich unangenehm mit unangenehmen Kommentaren zugemüllt, muss man schon fast sagen. Es war schon meines Erachtens schon sehr irgendwo beleidigend. Und diese Dame hat das anscheinend nicht wirklich verstanden, warum, dass man Grundeinkommen und Bewusstsein, menschliches Bewusstsein eigentlich miteinander kombinieren muss. Weil, wenn ich heute nur stumpfsinnig einfach ein Grundeinkommen, wo es nur rein um Geld, um Materielles geht, aber nicht den ganzen Mensch als ganzheitlich betrachte und die Veränderungen, was darin eigentlich der wesentliche Grund eines bedingungslosen Grundeinkommens, das hat meines Erachtens viele, viele Leute in der BGE-Szene nicht verstanden, weil es denen allen nur rein ums Geld geht und wenige von denen sich meine Videos anschauen bzw. Sich tiefgehend Gedanken machen. Also natürlich, ich will jetzt nicht alle in einen Topf hauen, viele, die mich kennen oder mit mir zu tun gehabt haben, sind sehr wohl sehr erwachte Menschen, die wissen genau, um was es geht, weil Grundeinkommen und Bewusstsein miteinander zwei so wichtige Themen sind, die eigentlich nicht voneinander trennbar sind. Und trenne ich das menschliche Dasein mit all seiner Göttlichkeit und wie man es auch immer benennt, ob es jetzt von der religiösen Sicht betrachtet wird, von einer irgendeiner spirituellen Sicht oder von einer ethnischen Sichtweise. Das heißt, also wo es einfach rein um den Menschen selber geht, wo ich einfach versuche, ein guter Mensch zu sein und einfach auch die Sinnfragen des Lebens hinterfrage, in Kombination mit Menschen respektvoll zu behandeln, dann gehört das einfach miteinander verbunden. Grundeinkommen-Leute oder Grundeinkommen-Menschen sollen sehr weichherzige, tiefsinnige, weise Menschen sein. Weise, okay? Und diese Dame, die da diese Kommentare abgegeben hat, ist natürlich alles andere, also eigentlich das Gegenteil von weise. Das sind genau eben dann solche Kommentare. Also ich würde in meinem ganzen Leben niemals auf die Idee kommen, wenn mir irgendein Kanal nicht gefällt oder wenn ich sage, was ist denn das für ein Idiot, dass ich dann weiß, was ich, wie viele Kommentare schreibe und dann über diesen herziehe, weil, also, dann habe ich sehr vieles im Leben nicht erkannt, um was es geht, weil es geht immer in erster Linie um Respekt den anderen zu zollen, auch wenn er noch so vielleicht ein Idiot ist und das hat jetzt nichts mit Falschheit zu tun oder nein, man muss es ja einem genau ins Gesicht sagen, weil dann habe ich die ganze christliche Lehre auch nicht verstanden oder immer die Frage, diese Kommentare zum Beispiel jetzt genau explizit an diese Dame, die da so negativ geschrieben hat, würde oder hätte Jesus diese Kommentare geschrieben? Und dann lasse ich das einfach wirken. Nur einfach beantworten mit einem Ja oder mit einem Nein.
Und das meine ich auch, wenn ich selber auch oft vielleicht einen Mist gebaut habe oder Blödsinn und ich mich reflektiere, dann stelle ich mich immer nachher die Frage, wie hätte das Jesus gemacht? Oder wäre er, das hätte er wahrscheinlich niemals so gemacht, okay? Und da hat man eigentlich immer dann gleich sofort die Antwort darauf. Ja, und das ist eigentlich so etwas, was mich irgendwo geärgert hat. Oder auch, was mir auch oft auf die Kommentare, bei den Kommentaren in meinem Kundenkommentarkanal aufgefallen sind, wenn dann so Bibelstreits entstehen, das heißt über das Alte Testament, über den grausamen Gott und so weiter. Ja, das stimmt schon sehr wohl, ja, mit dem grausamen Gott, das kann ich nicht abstreiten, dass das Alte Testament sehr hart geschrieben ist und sehr grausam war. Aber natürlich, jetzt darf man aufgrund dessen nicht die ganze Bibel irgendwo verwerfen, weil man muss auch dann einige Jahre daran forschen, um zu erkennen, was an Wahrheit darin enthalten ist. Und wenn man davon spricht, oder sehr oft ist das schon erwähnt worden, dass ja die Bibel gefälscht ist, also das habe ich schon so oft gehört. Also fälschen ist ein falscher Ausdruck. Weil, wenn ich jetzt sage, die Bibel wurde sehr, sehr oft falsch interpretiert, ja, okay, zwischen falsch interpretieren und fälschen sind zwei verschiedene Paar Schuhe, okay. Und die Bibel wurde auf keinesfalls gefälscht, sondern sie wurde sehr oft falsch interpretiert. Und da sie nicht gefälscht wurde, da gibt es Dutzende Indizien dazu, dass das wirklich etwas eine göttliche Schrift ist, die niemals gefälscht hätte werden können. Beschäftigt euch einmal, vielleicht gehe ich einmal da explizit darauf ein, weil es gibt unzählige Beweise dafür, und da spreche ich noch einmal, wenn ihr mir vertraut, wenn ich das euch jetzt sage, es gibt Beweise, Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Beweise, dass die Bibel nicht, ich wiederhole noch einmal, nicht gefälscht wurde. Es wäre unmöglich gewesen, diese zu fälschen, okay? Und ich gehe wahrscheinlich das nächste Mal drauf ein. Aber jetzt noch einmal zurück zwischen Aufwachraum und mein GVA-Kanal. Ja, hier in den Aufwachraum möchte ich eben auch Dinge ansprechen, die wahrscheinlich im GVA-Kanal sehr, ich will jetzt mal nicht sagen, sehr kritisch aufgefasst worden wäre. Das heißt, ich möchte auch hier Themen anschneiden und vielleicht werde ich auch hier im Aufwachraum mit Menschen Interviews machen, Leute einladen, die vielleicht noch einmal eine Spur, unter Anführungszeichen sage ich es immer wieder, verrückter sind, als es die normale Welt da draußen uns zeigt. Weil ich war immer schon ein Mensch, der sich gerne alle Dinge angehört hat, alle Thesen, alle verrückten Leute. Für mich war das immer spannend, jemanden kennenzulernen, der nicht wie die Masse ist, jemanden kennenzulernen, der außergewöhnlich ist. Und vielleicht Menschen, wo man sagt, ja, über den wird gelacht, wo die Leute hinterrücks schimpfen und sagen, das ist doch ein Vollidiot. Aber wisst ihr, was das Spannende ist an dem? Dass man solche Leute wirklich ernst nimmt oder sie einmal anhört, was sie zu sagen haben. Gerade in unserer heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, solche Menschen Gehör zu verschaffen. Beziehungsweise, man muss ja nicht alles glauben, aber vielleicht sind wieder gewisse Prozente dabei. Wenn ein Spinner, sage ich jetzt einmal, wir nehmen jetzt mal seine Theorien an, zu 100% da draußen sagt man, 100% sind absoluter Bullshit. Okay, das sagt die Masse da draußen. Aber ich sage, nein, nicht 100%, vielleicht sind es nur 90%. Aber was sind mit den 10% Wahrheit, die in seiner Geschichte stecken? 10% seiner Wahrheit helfen mir vielleicht schon wieder in anderen Bereichen, wo ich etwas miteinander verknüpfen kann. Das heißt, immer sehr hellwach zu bleiben bei Menschen, wo man vermeintlich sagt, er ist doch verrückt. Lassen wir ihn zu Wort kommen. Versuchen wir, die verrücktesten Sachen uns anzuhören und dann uns gewisse Elemente herauszunehmen. Und das ist das, was ich jetzt in meinem Kanal, im Aufwachraum, aufzeigen möchte.
Und da werde ich eben das eine oder andere verrückte Thema auch aufgreifen. Und ja, wie ihr wisst, war ja auch immer schon das Thema mit der flachen Erde. Weiß ich nicht, wer sich da schon damit beschäftigt hat, was ja auch schon seit einigen Jahren im Internet herumgeistert, habe mir auch schon einiges angeschaut, weil es einfach so schräg ist, aber trotzdem, es sind immer wieder Dinge dabei, die auch selbst die klarsten, sachlichsten Analysten oder diejenigen, die sagen, ja, felsenfest, ja, die Erde ist rund, gibt es dennoch immer wieder Dinge dabei, die sie auch diese Leute nicht erklären können. Und das sind einfach diese spannenden Sachen, Dinge, die man ja nicht beantworten kann. Und warum kann man sie nicht beantworten? Das heißt, wir haben dann einen Indiz, dass trotzdem irgendwas in dieser Welt nicht ganz stimmen kann. Und das heißt aber auch auf der anderen Seite auch nicht, dass die Erde jetzt flach wäre. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt aber, dass mit gewissen Dingen aus der Wissenschaft gelogen wurde, schlicht und ergreifend gelogen wurde. Und vielleicht kommt man eben durch so eine verrückte Geschichte wie mit die flache Erde, vielleicht, wenn man danach forscht, kommt man durch Zufall auf ganz andere Dinge drauf. Vielleicht kommt man auch auf Dinge drauf, wo man sagt, okay, gewisse Kontinente haben auch nicht die Masse, die man immer angibt, die Flächenmasse auf dieser Welt. Da stimmt ja auch einiges nicht, ja? Oder die Krümmung, dann die Erdkrümmung. Vielleicht ist die Erde viel größer, als wir irgendwie glauben. Vielleicht waren da Berechnungsfehler, weil wenn ich heute mit dem größten Teleskop am Meer ein Schiff heranzoome und ich das immer noch erkenne mit dem Teleskop, aber rein von der Berechnung her nach, ich weiß jetzt nicht, 80 oder 100 Kilometer das Schiff verschwunden sein müsste anhand der Krümmung und es kommt immer noch das Schiff, dann stimmt irgendetwas nicht. Das sind ja Fakten und das muss ich ja berechnen, beziehungsweise das muss ich dann hinterleuchten, warum das nicht stimmt, ohne jetzt irgendwie lächerlich gemacht zu werden. Also das sind einfach die Dinge und darum, ja, sage ich immer wieder, das ist der Kanal von, weiß ich nicht, wenn man das jetzt nennt, wenn man das jetzt als verrückt bezeichnet, aber ich möchte hier auf diesem Kanal genau solche Dinge ansprechen, die man nicht im Mainstream anspricht und auch nicht vielleicht auf einen seriöseren Kanal, wie ich ihn auch selbst hatte, sondern eigentlich noch einmal eine Stufe drüber, wo es dann um verschiedene Phänomene geht und auch vielleicht einmal um Phänomene geht, alles was das ganze außerirdische Thema, was das außerirdische Thema tatsächlich beinhaltet, was wir haben ja diese Thematik schon seit Hunderten von Jahren, beziehungsweise in den letzten, seit den 50er Jahren ist ja das Thema Außerirdischen extrem explodiert, ja. Und das, da gibt es ja auch Dinge, wenn man diese hinterfragt, wo man in Geschichten kommt, die man sich ja nicht einmal ansatzweise vorstellen kann. Mit der ganzen Recherche, wenn man dann alles zusammenfügt, bekommt das alles einen Sinn, warum, dass wir diese außerirdischen Themen so stark, wie soll man es jetzt sagen, so stark lächerlich gemacht hat, weil du musst ja sofort immer überlegen, wie wird das Ganze dargestellt und aufgrund dessen, wie das dargestellt wird, warum? Noch einmal, warum wird das so lächerlich dargestellt? Welche Agenda wird dahinter dann verfolgt? Und solche Dinge, die möchte ich hinterfragen. Da habe ich irrsinnige gute Entdeckungen gemacht, wo ich Dinge zusammenfügen möchte. Ja, und ich hoffe, ihr bleibt dran, wenn ich dann das eine oder andere verrückte Thema besprechen möchte und vielleicht auch einmal das eine oder andere Interview mit jemandem führen werde. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir einen Daumen hoch lasst und ja, ihr seht mich dann bald wieder mit einem neuen spannenden Thema. Bis bald, tschüss, euer Michi, pfiat euch.